und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Infoabends. Im zweiten Teil geht es hauptsächlich um die Schüler und Schülerinnen am Holbein und ihre Schülerprojekte. Wenn Sie oder ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese live in den YouTube-Live-Chat von uns stellen. Diese Fragen sollten speziell an uns Schüler und Schülerinnen sein. Diese werden wir dann auch live beantworten. Nun findet in der Hallstraße die Tütenvergabe statt. Wir werden nun live in die Hallstraße schalten. Ihr könnt euch übrigens auch dort eine Tüte holen. Tut mir leid. Oh Gott. Das nennt man Planung. Restlich Verstärker für dieses. Also, meine Damen und Herren, es freut mich ganz herzlich und euch vor allem, ich tue es einfach. Hallo, ich bin Emil. Ich bin auch Schülersprecher hier am Holbein und laufe hier ein wenig mit der Technik-Cam rum und habe keinen Plan, ob das funktioniert. Ich probiere es einfach. Und apropos Live-Tütenvergabe, ich laufe mal aus dem Holbein raus gerade und da winkt mir schon die Frau Stonner entgegen und wir schalten mal um. Zack, wir sind auf der Hallstraße draußen und jetzt, wir sind live. Alles, was live ist, darf mal winken. Sie können hier, hallo, ah, ist das nicht schön. Sie können also ganz smooth von hier angefahren bekommen. Dann bleiben Sie stehen, aus dem Fenster schauen und kriegen quasi eine Live-Tüte. Live. Und jetzt können wir mit Glück sogar live miterleben, wie so eine Tütenvergabe aussieht. Ja, live, genau. Ja, live. Ganz kurz. Passen auf. Das ist jetzt. Hallo. Genau so. Und nicht anders. Oben haben wir noch einen Christoph 40, der rumfliegt. Wundervoll. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch drauf bin, aber anscheinend bin ich noch drauf. Sagt zumindest meine Verbindung. Und ja, kommen Sie einfach vorbei. Es ist wundervoll hier. Tolle Stimmung und halt gleich der Nächste. Hey, schauen Sie mal, das ist hier. Das ist Service. Und wissen Sie, was das Beste ist? Sie drücken Ihrem Kind jetzt, oder falls da der Erwachsene gerade zuschaut, ansonsten drückt ihr euren Eltern das Handy in die Hand oder ihr behaltet es und sagt, ihr wollt jetzt herfahren. Ihr schaut auf den Beifahrersitz, jetzt noch weiter, werden eure Eltern herfahren und ihr holt euch die Tüte ab. Bei mir steht noch on air dran, das ist total witzig. Und was auch interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, es ist interessant, dass das überhaupt funktioniert. Ich bin selbst überrascht. Hätte ich nicht gedacht am Holbein. Jetzt kommt eine Schüleraktion, die Umweltgruppe. Sie trifft sich wöchentlich. Nun zeigt sie euch, wie Seedbombs gehen. Hallo, wir sind der Umwelt-AK am Holbein. Wir machen gerade Seedbombs. Wir zeigen jetzt euch mal, wie die gehen. Erstens schneiden wir das Papier. Ich falte die Anleitungen. Ich verpacke die Seedbombs in Papier. Ich knote die verpackten Seedbombs zusammen. Ich befestige das Papier an den Seedbombs. Ich schneide die Bindfäden. Ich bin in der Umweltgruppe, weil ich möchte, dass die Welt uns verzeiht und dass sie uns noch eine zweite Chance zum Leben gibt, weil wir sie so verschmutzt haben. Außerdem möchte ich, dass tropische Wälder und Regenwälder erhalten bleiben. Ich bin in der Umweltgruppe, weil mir die Umwelt am Herzen liegt und ich will, dass sie sich von den Schäden, die wir Menschen verursacht haben, erholen kann. Ich bin in der Umweltgruppe, weil mir die Natur am Herzen liegt. Ich weiß sonst nicht, wie man die Umwelt schützen kann. Doch in der Gemeinschaft entstehen viele neue Ideen, die man zusammen umsetzen kann.
Ich bin in der Umweltgruppe, um etwas für die Umwelt zu tun. Natürlich macht es mir auch Spaß, mit anderen Leuten Projekte zu machen. Ich bin in der Umweltgruppe, weil ich der Umwelt helfen will. Ich will, dass die Erde auch weiterhin bewohnbar ist. Ich kann nicht zusehen, wie wir Stück für Stück unser Zuhause kaputt machen. Wir sind in der Umweltgruppe, weil wir Meerestieren helfen wollen, indem wir zum Beispiel Projekte unterstützen, bei denen Plastik aus den Meeren gefischt wird. Außerdem, weil wir auch Projekte unterstützen wollen, bei denen verhindert wird, dass der Regenwald abgefackelt wird. Weil dadurch sterben nicht nur die Tiere, die dort sind, wo das Feuer ist, sondern auch die Tiere in der Umgebung, wegen dem Rauch und der Ähnlichem. Diese Seedbombs findet ihr dann in der Tüte. Ja, an sich hatten wir jetzt vor, unsere SMV euch vorzustellen, aber aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine haben wir uns entschieden, eine kleine Friedensbotschaft zu senden. Ja, wie viele von euch vielleicht in den letzten Monaten mitbekommen haben, ist Corona auch an den Schulen ein sehr großes Thema. Ein Teil davon ist, dass wir uns jeden Tag am Morgen sich jede Klasse testen muss. Diese ganze Organisation übernimmt bei uns ein kluges Schülerteam und dieses tolle System erklären sie euch jetzt. Wir müssen live drüber sprechen. Also, Entschuldigung. Also, wir sollen was erzählen zum Schülertestteam. Das ist kompliziert, aber wir können jetzt mal ganz kurz einsteigen. Wir sehen jetzt hier eine Zeitrafferaufnahme von heute vor einer Woche. Um circa 7:30 geht bei uns das große Testen los. Da holen sich circa 120 Lehrer innen ihre Testbox ab für die jeweilige Klasse. Okay, stimmt nicht ganz. Es sind so ungefähr 48. Und diese 48 holen sich, wie gesagt, ihre Testbox der jeweiligen Jahrgangsstufe geordnet ab. Und wir sehen einen tollen Testbeauftragten, der hier ganz toll in Gelb rumsteht und die netten Testboxen weitergibt. Das wäre dann ich. Das wärst dann du, ja. Das darfst du auch noch was sagen. Ja, was ist hier zu sagen? Also man sieht ganz krass, es gibt ein paar Lehrer, die sind schon gefühlt um 7 Uhr morgens da. Und dann gibt es halt ein paar, die kommen auf den letzten Drücker. Das ist immer ganz interessant mit zu beobachten, finde ich. Und, aber sie schaffen es alle pünktlich um 8 in ihr Klassenzimmer. Das müssen wir mal sagen, ja? Naja, meistens. Die eine Ausnahme lassen wir mal weg, ja? Aber das ist jetzt Schülersicht, ja? Wir sind hier, wir sind nicht böse, aber wir sagen halt die Meinung. Wir sind Schüler, wir dürfen das. Und ansonsten sehen wir hier, wie gesagt, ganz viele. Das ist die Frau Hörmann gewesen beispielsweise. Da haben wir den Herrn Starkenberg, die Frau Schneider war das. Und ja, da gibt es dann ganz oft Rückfragen. Ja, wie ist denn die aktuelle Testvorschrift? Ja, die ändern sich ja stündlich gefühlt. Deswegen haben wir da immer natürlich was da und können erzählen. Und wundern Sie sich nicht über die Flüsterei im Hintergrund. Das sind unsere Moderatoren, die sich noch nicht ganz einig sind. Ach, die hört man gar nicht mehr, dann umso besser. Man sieht mich teilweise auch ein bisschen mit Lehrern reden hier, weil an dem Montag gab es enorm viele Fragen zu den Pooltests an unserer Schule. Die sollen ja jetzt eingeführt werden für die 5. und 6. Klassen.
Allerdings kann man sagen, an unserer Schule finden diese Pooltests erst in 2 Wochen an. Nächste Woche ist der erste Testlauf. Der erste Prototyp bei 2 Klassen, aber auf die gesamte 5. und 6. Jahrgangsstufe wird es dann erst übernächste Woche angewendet. Wir hängen ein bisschen hinterher, weil wir eine enorm große Schule sind und auch einiges an Testmaterial brauchen. Aber jetzt wird es langsam. Wir können ja mal ganz kurz so sagen, wir verbrauchen so im Monat ca. 40.000 Tests, die wir monatlich geliefert bekommen. Das ist, wie gesagt, ja, eine ganze Menge. Da läuft in den meisten Testzentren weniger durch. Und ja, das ist so. Aktuell testen wir, wie gesagt, jeden Schüler täglich. Und da ist immer sehr interessant, wenn wir mal einen Positiven auch rausfinden, was ehrlich gesagt heute habe ich mitbekommen. Heute ging es richtig ab. Heute war ordentlich was dabei. Jetzt der Herr Dr. Müller, den sehen Sie, unser Beratungslehrer. Der hat auch sehr viel Gesprächsbedarf heute hier gehabt anscheinend. Der hat bestimmt einen eigenen Raum. Stimmt, den können Sie auch besuchen. Oder ihr könnt den besuchen, der hat einen eigenen Raum. Das ist die Frau Schallmetz. Das ist die Frau Stonner. Die sehen Sie beispielsweise, wenn ihr jetzt parallel eure Tüte holt, seht ihr die Frau Stonner. Die kann ganz tolle Sachen machen, zum Beispiel Kunst. Ich liebe Kunst. Das ist mein Lieblingsfach. Ja. Ich habe mir auch sagen lassen von Leuten, die von anderen Schulen kommen und unsere Schule betrachtet haben, Leute, die mal an anderen Schulen waren, dass wir mit die beste weiterführende Schule sind, wenn es um die Testungen geht, also was die Organisation angeht. Ja. Man sieht hier Klassenliste und auf der Klassenliste wird vermerkt, bei jedem Schüler, ob er sich getestet hat. Da wird nicht vermerkt, ob positiv oder negativ. Danach ist ein Protokoll drin. Das Protokoll wird auch nochmal aufgespalten, wie viele positive gab es, wie viele negative gab es. Datenschutz, kein Schüler namentlich erwähnt, nicht wahr? Und jetzt sehen wir hier noch einzelne Klassen, da wird jetzt nachgeschaut, ob die denn einen Fall haben, weil auch das kommt vor. Und dann ist das Krasseste bei uns. Es gibt ein Testzentrum, denn da ist auch unser hauseigenes Testzentrum. Das heißt, man kann zwischen 9 Uhr und 9.50 Uhr können sich die Schüler testen lassen, wenn sie einen Fall haben. Und dann haben sie ein Testzertifikat. Ist doch toll. Quasi in der Schule integriert. Genau. Aber jetzt machen wir gleich weiter mit dem nächsten Thema, würde ich sagen. Und jetzt ist die Kamera weg. Ja, das kann man sehen. Wir sind ein bisschen zu lange. Jetzt. Gut, jetzt funktioniert der Ton auch wieder. Sie haben ja jetzt in den letzten 10 Minuten schon einiges von uns gehört, Positives über das Holbein-Gymnasium. Aber damit es nicht so einseitig kommt, haben wir jetzt einige Schüler eingeladen, die uns ein bisschen was über den Alltag hier erzählen. Bei mir zu Gast ist jetzt Moritz aus der 7. Klasse. Hallo. Ja. Hallo. Du kannst es halten. Also, Moritz, fandest du es am Anfang nicht komisch, an so einer großen Schule zu sein? Also, am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, sich im großen Gebäude zurechtzufinden, aber nach einer Woche war es eigentlich komplett einfach, die Räume zu finden. Okay, und was findest du so toll am Holbein? Also, ich bin hauptsächlich am Holbein wegen der Holbahn. Da haben Sie ja schon wahrscheinlich den Clip gesehen. Ja, genau, das ist eigentlich das Einzige, worauf ich am Holbein bin. Aber also es ist eine ziemlich coole Schule, finde ich, genau. Also gefällt es dich ja auch. Auf jeden Fall. Dann danke, Moritz, dass du heute bei mir warst. Danke. Jetzt ist bei mir Luzi aus der 7. Klasse zu Gast. Hallo. Luzi, fandest du es nicht auch komisch, an so einer großen Schule zu sein? Ja, also ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, aber man konnte auch immer fragen, die Lehrer und auch die Schüler. Und was findest du so toll am Holbein? Vor allem die Fahrten, dass man halt auch, es gibt halt viele Fahrten, ja. Also magst du die Fahrten am Holbein? Ja. Okay. Danke, Luzi. Jetzt ist Emil aus der 10. Klasse bei mir zu Gast. Hallo Emil. Hallo. Was findest du so toll am Holbein? Ich finde das Holbein so toll, weil man hier sehr viel sich kreativ ausleben darf, so wie ich gerade. Der sich einfach mal so planmäßig total aus dem Plan heraus hier reingesneakt hat. Okay, und du bist jetzt ja schon in der 10. Klasse. Wie war es für dich am Anfang? Ich muss sagen, ich bin meinen Tutoren sehr schnell davongelaufen. Das fanden die immer nicht so lustig, aber, also ich fand es unheimlich lustig, aber man kann auch sagen, irgendwann versteht man es. Vor allem jetzt in Corona-Zeiten, wo man nicht das Fachraumprinzip hat, sondern das Klassraumprinzip, findet man sich eigentlich sehr schön schnell zurecht. Ja.
Das ist toll. Und was mache ich sonst noch am Hohlbahn? Ja, die Hohlbahn, ne? Dass man auf so verrückte Ideen kommt. Ja. Okay, danke, Emil. Danke. Hallo. Warum möchtest du ans Holbein kommen, Elisabeth? Auf jeden Fall finde ich, es ist hier eine sehr tolle Schule und meine Brüder gehen hier auch hin. Ich weiß es noch nicht genau, warum ich hier hin will, aber es gefällt mir hier. Okay, danke, Elisabeth. Weil ich hier auch schon war und weil ich es hier cool und bunt finde. Ich bin im Holbein, weil es zahlreiche Fahrten- und Austauschmöglichkeiten gibt und man viele Sprachen lernen kann. Ich bin am Holbein, da es ein sehr tolles und perfektes Gymnasium ist, wo es vor allem tolle und sehr viele Angebote gibt. Zudem hat es auch eine sehr tolle Lage. Wir sind am Holbein, weil wir hier einen Schulhund haben und außerdem haben unsere Geschwister diese Schule besucht. Auch die Lage ist hier sehr gut und hier sind auch viele Aktivitäten und Wahlkurse. Ich bin am Holbein, weil ich so einen zweiminütigen Schulweg habe und außerdem hat mein Papa die Schule ausgewählt. So, perfekt. Der nächste Programmpunkt, also wie Sie heute ja schon oft gehört haben, ist, dass wir hier sehr viele tolle Projekte und Engagementmöglichkeiten für unsere Schüler anbieten und ein paar von ihnen werden jetzt von unseren Technikern vorgestellt. Ich finde immer toll, wie wir in so eine Schublade geschoben werden, so als Techniker. Naja gut, also das hier, darfst du was zu erzählen, das genau. Weißt du besser. Bis zur Schülerradio, das haben tatsächlich auch wir gestrichen, in so einem Platinenmuster. Weil es dann in gewisser Weise um Computer geht, ist so schnell. Ja, ist schon direkt der Rallye-Raum. Ja, das ist der Rallye-Raum. Das haben auch Schüler initiiert, dass das hier ganz viele tolle Symbole sind. Und so. Ja, oh, das ist tatsächlich wirklich sehr toll. Man muss sagen, wir sind ja so Multikulti, deswegen haben wir so viel. Sieht man und jetzt sehen wir die ganzen roten Punkte, da kommen überall Schüler aus dem Holbein her. Aus allen roten Punkten, da haben wir Schüler aus den Nationen. Und ja, haben auch Schüler übrigens gezeichnet in ihrem Seminar, wenn mich nicht alles täuscht. Genauso wie das hier. Ja. Die, was ist das, wie nennt man das nochmal, Broadway, gell? Das ist irgendwas, was mit Englisch zu tun hat. Ah, die Queen, wir sehen sie. Winke, winke. Dann, da gibt es noch ein Taxi, das kommt auch noch. Oh rein. Ja, jetzt sehen wir gleich das Taxi da. Oh, Schüler gebaut, ein Taxi, wo man sich reinsetzen kann. So in der Schule mal so ein bisschen in Pausen hinstellen kann. Wie man sieht, auch noch ein Bus. Ja, wie Kennzeichen, wer jetzt aufpasst, Augsburg, Holbein-Gymnasium, 1833, Gründungsjahr, ne? 1833, so alt sind wir schon. Boah, jetzt fühle ich mich alt. Ja, so hat auch übrigens einen Schüler gebaut, wollten wir noch mal sagen. Ja? Oh, der Hasenstall, ja. Ja. Die Hasenlounge, da kann man sich zu so ein paar Häschen dazu chillen, Musik machen. Man hört euch für alle, gell? Ja. Wollt ihr auch was sagen? Nein. Ihr wollt nichts sagen, schade. Aber das ist halt live, ne? Hast du mitgebaut? Das ist das Café. Das Café, ja, da habe ich auch mitgebaut. Das ist cool. Das hat man vorher schon gesehen. Da wird gebacken. Schmeckt übrigens lecker, parallel. Ganz viel Lego gebaut auch, muss man sagen. Ich komme immer nur zum Vernaschen am Ende. Ja, Emil, aber du musst auch mithelfen, ne? Ja. Also wäre da vielleicht mal. Oh, das sind die Mosaike in der Mensa. Ja. Allerdings sieht man jetzt noch... Genau. So sieht... Das ist auch aus Holbein, muss man sagen. Wir haben unsere Schule lieb, aber das ist halt auch aus Holbein. Das ist noch nicht ganz fett. Aber die Mosaike... Jetzt müssen wir dazu was sagen. Wir sind die einzigen Schule, die in einem Gebäude schönere Jungstoiletten als Mädchentoiletten hat. Und das ist eine Leistung. Ja, das ist eine Leistung. Gerade am Holbein. Emil, sag mal was dazu. Oh, das ist das Theater mit unserer neuen LED-Technologie obendrauf. Super geil. Wir sehen jetzt auch gleich das Technikpult. Wir sehen auch. Das ist auch selber gebaut. Genau. Teilen der Schülerschaft und Lehrern. Da sitzt die Technik normalerweise beim Theaterabend. Hier unsere neue Technik. Neu, naja. Ja, immerhin digital ansteuerbar. Toll. Oh, wir sind fertig. Hoch. Gut, dann gehen wir zurück. Dann geht zurück. Los. Aber zackiger. Hopp, hopp, hopp.
So, jetzt hört man uns auf jeden Fall wieder. Pass auf, harter Cut. Boom, oh. Krass. Wir haben jetzt einfach die Moderation übersprungen. Ist dein Mikrofon überhaupt an? Ja, ja. Sie hat auch moderiert, ich habe sie auch gehört. Also, falls Sie, liebe ZuschauerInnen, diese Fraktion da hinten irritiert mich ein bisschen. Da können wir auch gleich nochmal die Kamera hinschwenken. Genau, da schwenken wir auch gleich die Kamera hin. Falls Sie sich jetzt fragen, ja, wie läuft das Ganze? Ja, das läuft mit sehr einfach komplizierter Technik, die überhaupt nicht eigentlich so in das Schulgebäude reinpasst, aber irgendwie funktioniert. Wir schaffen es. Ja, wir zeigen mal, wir müssen Premium zeigen. Wir sind richtiger Luxus hier. Wir gönnen uns was. Ne? Also mit vorwählbar, jetzt sehen wir gleich Noah wieder, wenn ich da drauf drücke. Zack. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Warten Sie, smoother Übergang. Oh, hui. Fancy. Jetzt komm hier, hoch wieder. Da. Ja, winke. Das sind auch unsere ganzen Bildschirme. Wie gesagt, wir sind hier, wenn es Streaming angeht, ich bitte euch. Ist der beste Livestream, müsst ihr jetzt schon sagen. Im Vergleich so zu allen anderen Schulen, uns toppt leider niemand. So, ja, jetzt müssen wir die Fraktion da hinten noch zeigen, die da alle rumstehen und einen so rumkaufen und jetzt ganz plötzlich sich verbröseln wollen. So, schwindelig und die Achterbahn geht los. Jui. Wir haben das Licht ausgemacht. So, jetzt gehen wir wieder in die Totale. Ja, jetzt darf der Noah wieder was erzählen, finde ich. Darf ich? Halt, jetzt. Ja. Zum Ende dieses Livestreams sind wir jetzt leider schon gekommen. Und zu dem Anlass möchte ich den Mathematikern unter Ihnen noch einen kleinen Schmankerl mitgeben. Und zwar ist heute ja der Pi-Tag, auch Pi-Day genannt, weil das der 14. März ist. In den USA wird das ja 314 geschrieben, also 3,1415, was Pi ist, eine der wichtigsten Konstanten in der Mathematik. Heute ist auch ein besonderer Geburtstag, nämlich der von Albert Einstein und der Todestag von Stephen Hawking. Also allgemein ein sehr besonderer Tag, noch für alle Mathematiker, die da ein bisschen Freude dran haben. Leider gibt es jetzt schon das Ende von uns. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch schon genauso viel Spaß gemacht wie wir. Da sehen wir den Kuchen zum Pi Day, weil Pi auf Englisch Apfelkuchen heißt. Genau, deswegen hoffe ich, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir hatten sehr viel Freude, Sie heute durch den Abend zu begleiten und wir hoffen auch alle, Sie und vielleicht Ihre Kinder, also euch, nächstes Jahr hier an der Schule zu begrüßen dürfen. Dankeschön.